Hallo liebe Campingfreunde und herzlich willkommen bei GoGo4Camper. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind aktuell auf dem Caravansalon 2023. Wir laufen jetzt hier mal rum und ich schau mal, was es so alles Interessantes gibt. Und was wir für interessant halten, filmen wir natürlich mal ein bisschen ab. Also, los geht's. Wir sind gerade hier bei Westfield vorbeigelaufen und da ist mir sofort das Pluto 2.0 aufgefallen. Wir haben ja schon mal ein Video gedreht über das Pluto XL. Das ist ja so ein bisschen dunkel. Da könnt ihr euch das Video ja gerne mal anschauen. Da haben wir auch das Aufbau- und Abbauvideo und so weiter gedreht. Aber hier seht ihr schon deutlich heller das Pluto 2.0. Und das war ja so ein bisschen so ein Manko, auch meiner Meinung nach. Das kam auch in den Kommentaren. Es ist ja ein Luftzelt, voll eingezogen. Und man musste ja bei dem Pluto XL, also bei dem Vorgänger, noch mit einer Stange hier das Ganze befestigen, so dass man hier vorne diesen Vorbau hat. Das ist jetzt anders gelöst. Ihr seht es hier. Hier ist jetzt auch ein Schlauch. Das heißt, jetzt hat man nur noch Luftschläuche und es ist dann ein reines Luftvorzelt. Hier drin merkt man deutlich den Unterschied. Ne? Es ist viel heller, viel freundlicher. Und ich habe es ja eben schon gesagt, es drückt nicht so. Und ich würde jetzt mal sagen, ich zeige euch jetzt mal den Unterschied zu den normalen Pluto XL. Und ich glaube, jetzt könnt ihr auch den Unterschied sehen, deutlich dunkler. Es ist natürlich auch Geschmackssache, ne? Der eine mag es vielleicht ein bisschen dunkler, der andere heller. Das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Ich finde das Hellere wesentlich freundlicher und einfach schöner. Jetzt habe ich ja eben gesagt, Pluto, Pluto XL, was ist eigentlich der Unterschied? Beim Pluto haben wir eine Tiefe von 2,50 Meter und beim Pluto XL 3 Meter. Und wir haben nochmal beim Pluto XL bei der Anschlusshöhe 5 cm mehr. Falls man da doch noch mal das ein oder andere ausreizen muss, dann müsste man das XL nehmen. Vigo hat auch was Neues und zwar die Rolli Stone. Ihr seht es hier mit so einem dezenten Camouflage-Muster. Ich finde die ziemlich stylisch. Auch hier so ein Vorhang mit Totenkopf, das muss man natürlich mögen. Der ist aber nicht gleich inklusive, der gehört dann nicht dazu, das ist Zubehör. Aber ihr seht es hier, ganz anders aufgebaut, hier auch mit diesem Schriftzug. Und man kann individuell hier auch die Farben wählen. Ne? Das Einzige, was mir hier so ein bisschen stört, ist dieser furchtbar rosane Teppich, der hier so drückt. Ihr müsst euch jetzt so ein bisschen Rasen vorstellen, schön Campingplatz, dann sieht das Ganze schon viel schöner aus. Aber wenn ihr mal reinschaut, eine Vigo kennt ihr natürlich, da wird unser Mr. Vigo, glaube ich, ja, ins Grübeln kommen, ob er da doch noch mal wechselt. An diesem kleinen Stand kann ich gar nicht vorbeigehen. Alleine die Farben. Und hier gibt es richtig coole Tassen. Ich zeige euch das mal. Müsst ihr am besten mal bitte ein bisschen dichter kommen. Und zwar sind das Thermobecher. Gerade, ihr wisst ja, ich arbeite ja viel mit Eiswürfeln und so, wer meine Videos verfolgt, weiß das ja. Aber jetzt kommt ja auch so ein bisschen der Herbst, es wird kälter. Man könnte ja hier, das ist ein Weintumbler, also quasi ein Weinbecher, mit Deckel, finde ich richtig praktisch und genial. Und zwar hält er nicht nur Wein kalt, sondern natürlich auch warm. Ich habe hier eben schon gedacht, was kann ich hier eigentlich reinmachen? Meine Gulaschsuppe oder so. Da kann man ja auch Glühwein reinmachen. Das ist doch eigentlich auch cool, auf dem Campingplatz mit mehreren Glühwein hier reinmachen. Und dann hat man hier diese Weinbecher und dann hält das auch schön lange heiß. Auch der Kaffeebecher, den finde ich richtig cool. Und zwar seht ihr hier, hier ist der Deckel, damit man das mal versteht. Ach ne, den muss ich drehen, so rum. Ich mache schon wieder alles kaputt. Alu hier, ne? Thermobecher. Und dann habe ich hier den Deckel. Das heißt, ich kann das Ganze umklappen. Und wenn ich dann trinken möchte, seht ihr hier, ist so eine Silikondichtung. Hier öffnet und schließt man das Ganze. Dann ist das wie so ein To-Go-Becher, ne? Aber natürlich umweltfreundlicher. Richtig coole Lösung. Übrigens, die Produkte findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es gibt die Becher natürlich auch in verschiedenen Farben. Für jeden Geschmack ist da was dabei. Ich werde auf jeden Fall gleich welche kaufen in Orange. Und was ich jetzt hier gerade gesehen habe, finde ich super spannend. Jetzt habe ich ja das E&P-Level-System, aber ich habe ja jahrelang mit mega Begeisterung die Flatjacks genutzt. Oder ein Flatjack brauche ich ja beim Wohnwagen nur. Und Flatjack hat jetzt den Camper 2.0 rausgebracht. Und zwar seht ihr das hier. Das ist ja
der alte Flatjack, der wird auch nicht mehr produziert. So sieht der aus. Der wird mit maximal 1,2 Bar aufgepumpt und hat diese Höhe hier. Wie hoch ist das nochmal? 12 cm, danke. So, und jetzt haben wir hier 20 cm, richtig? Genau. Und man sieht hier maximal 1,5 Bar, aber man sieht hier den deutlichen Unterschied. Man kann hier wesentlich mehr die Höhe ausgleichen. Wenn wir von Highlights auf dem diesjährigen Caravan-Salon sprechen, komme ich natürlich an dem Knaus Jazeo 500 DK nicht vorbei. Das ist der erste Caravan für E-Mobilität. Viele Familien wünschen sich ja auch mit einem E-Auto einen geräumigen Familienwohnwagen. Und wenn man überlegt, letztes Jahr wurden 1,6 Millionen E-Fahrzeuge in ganz Europa gebaut, in Deutschland 480.000. Und ja, da will man vielleicht den 580 QS haben. Das ist ja der Topseller in der Knaus-Gruppe für Familienwohnwagen. Und der Jazeo, obwohl er kleiner ist, man spricht hier von 20% weniger Gewicht, also um die 300 Kilo weniger als der 580 QS, hat man die gleiche Nutzfläche. Wie funktioniert das? Das zeige ich euch gleich. Eine Sache noch, der Jazeo hat hier stets auch 14% geringere Stirnfläche. Was bedeutet das genau? Erkläre ich kurz. Es wäre so, wenn wir jetzt, es würde ungefähr ein Quadratmeter Stirnfläche eingespart. Wenn wir die zusätzlich hier raufbauen würden und das E-Fahrzeug das ziehen müsste, wäre es so, als wenn er eine Tonne mehr ziehen müsste. Weil da natürlich Wind und so weiter raufdrückt. Und das ist eine Riesennummer beim E-Fahrzeug. Man sieht es hier, eine kleine Seitenklappe, nur mal zur Erklärung. Wir haben ja schon das Video gemacht über die Jazeos. Und da war ja dieser hier, der 340 PX. Und der hat ja hier die Garage, um eben auch Fahrräder, Roller und so weiter einzuladen. Die Option gibt es beim 500 DK auch. Da verringert sich dann aber das Fenster. Dann würde das so aussehen wie bei dem 340 PX. Jetzt habe ich ja eben gesagt, der hat die gleiche Nutzfläche wie ein 580 QS. Wie soll denn das funktionieren bei 220er Breite? Weil der 580 QS hat ja 250er Breite, das zeige ich euch. Erstmal das Raumgefühl. Ich hatte ja den 580 QS, den kennt ihr ja auch aus den Videos. Man muss ja schon sagen, der ist voller Möbel. Man hat hinten die Längsbetten, also die Etagenbetten. Man hat die Dusche drin und so weiter. Es ist viel Möbel, man hat einen kleinen Gang. Dieser hier hat ein wesentlich größeres Raumgefühl. Das muss man schon sagen, ne, wenn man das hier sieht. So, jetzt bin ich aber eine vierköpfige Familie. Wie funktioniert denn das? Ich zeige es euch. Wir haben hier hinten das Bett. Wir haben zum einen den Tisch. Dann habe ich hier eine Sitzecke und zwar eine große Sitzecke. Beim 580 QS ist es ja relativ klein, weil man die an der Seite hat. So, und jetzt kann ich aber auch das Bett runterklappen. Hier ist nämlich das Bett hinter versteckt, das zeige ich euch. So, und zwar nehme ich einmal die Polster hier weg. Und dann kann ich hier das Bett runterklappen. Und das ist doch mal eine richtig coole Lösung. Ihr seht, jetzt kann ich schlafen. Das klappen wir jetzt mal wieder hoch. Das heißt, hier habe ich schon mal das Bett, obwohl ich vorher hier die Sitzecke hatte. Was auch wichtig ist, das ist hier ein 150 Liter Kompressor-Kühlschrank, im Gegensatz zum ja, Absorber-Kühlschrank wesentlich besser. Dieser hier ist ein reines ja, E-Fahrzeug, ein E-Wohnwagen. Hier haben wir die Absicherung. Nur noch mal zur Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Er ist grundsätzlich immer auf 6 Ampere eingestellt. Bietet der Campingplatz jetzt nicht mehr als 6 Ampere, was eigentlich in Deutschland kaum möglich ist, weil die Verbraucher, die heutzutage auch sind, das muss funktionieren, aber ist egal. Auf 6 ist er eingestellt. Man könnte denn alle Verbraucher 12 Volt nutzen und eben eine Vorrangschaltung. Das heißt, wenn die Heizung an ist und man bedient den Kocher, dann würde die Heizung in dem Moment ausgehen. Habe ich aber mehr Absicherung, wie gesagt, auf den meisten Campingplätzen ist es so, kann ich hier umstellen auf 10 und 16 Ampere. Und bei 16 Ampere zum Beispiel läuft alles, Fußbodenheizung, Kocher und eben auch die Heizung komplett zusammen. Außer natürlich, man dreht sie alle voll auf, aber ihr wisst schon, wie das so funktioniert. So, jetzt drehen wir uns mal um. Das ist das nächste Highlight. Jetzt fragt man sich ja, wo schläft das Kind oder die Kinder? Und zwar, bevor ich euch zeige, wo die schlafen können, man hat hier am Tag, sage ich jetzt mal, eine richtig schöne Couch, wo man auch noch mal sitzen kann,
faulenzen, Buch lesen, mit dem Tablet, wie auch immer. Hier kann man schön sitzen. Man kann das Ganze hier auch zum Bett umbauen. Das zeige ich euch einmal, wie das funktioniert. Und zwar ist hier, ich kann zum einen hier drauf sitzen, zum anderen kann ich das hier entriegeln und ziehe das hier unten runter. Einmal hier. Wichtig ist, der Teppich liegt ja jetzt drauf. Das ist egal, der kann liegen bleiben. Ich muss gar nicht so viel umbauen. Einfach ausklappen. In den anderen Videos hatten wir auch Kommentare, oh, da muss man so viel machen. Ich finde nicht. Einmal ziehen und das Ding ist zum Bett gebaut. So sieht das aus. Wenn ich jetzt zwei Kinder habe, könnten die meiner Meinung nach schon hier schlafen. Jetzt ist es aber so, manche Kinder vertragen sich ja. Bruder und Bruder geht manchmal ein bisschen schwierig nebeneinander schlafen. Ihr wisst, wovon ich rede. Jetzt kann ich das oben hier auch zum Bett nochmal umbauen. Das heißt, ich ziehe das hier einfach runter, klappe das hier hoch und habe hier unten oben auch ein Etagenbett sozusagen, also zwei Etagen. Ich kann hier die Leiter ranbauen. Jetzt kann es ja sein, dass ich sage, Mensch, ich bin eine dreiköpfige Familie. Vor diesem Problem, nicht, dass wir eine dreiköpfige Familie sind, aber man hat ja ein Problem, Caravan zu finden für eine dreiköpfige Familie. Meistens hat man ein Etagenbett, da ist dann eins über, da lädt man nur Klamotten rein und man braucht dieses Bett eigentlich nicht. Das heißt, ein Kind könnte hier oben schlafen, bis zu 70 Kilo kann das schwer sein, ansonsten eben hier unten. Des Weiteren ist es so, man könnte das Ganze auch rausnehmen, wenn man möchte, und dann wieder zurückbauen. Und dann hat man hier oben auch die Möglichkeit, Staufläche zu haben. Das heißt, man nimmt dann hier das Brett raus und hätte hier auch Schränke. Also individuell einstellbar und umbaubar. So, das nächste Highlight ist, jetzt kann aber trotzdem jemand sagen, hey, ich will doch aber den 580 QS, weil er so eine coole Dusche hinten drin hat. Die haben wir hier auch. Ich zeige euch einmal das Bad. Kommt mal bitte ein bisschen dichter. Jetzt seht ihr, hier ist das Bad. Ich muss mal ein bisschen hier so runterkrabbeln. Waschbecken hier drin. Auch alles schön versteckt und dadurch hat man eben auch Raum gewonnen, weil so kann ich natürlich auf die Toilette gehen. Jetzt möchte ich aber vielleicht duschen. Das zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Ich klappe einfach das Polster hoch. Braucht ihr nicht weglegen, sondern einfach nur hochklappen. Und jetzt achtet mal darauf, was jetzt passiert. Zum einen muss man auch noch mal wissen, ich kann das Ganze auch hier hoch machen und von hier beladen und quasi hier das Ganze beladen und nicht nur von außen von der Seitenklappe. Und dann drücke ich hier unten. Und dann ist das Ganze hier eine Dusche. Guckt euch das mal an. Und jetzt kann ich da eben bequem drin duschen. Ich zeige es euch mal. Ich gehe jetzt auch noch mal rein. Das ist auch mal cool, ne? Man kann das Ganze dann eben hier auch zumachen. So. Das und ich kann das Ganze hier auch wieder zurück daran, also da zieht man einfach hier oben an den Haken, alles magnetisch, fertig. Ich klappe das wieder zurück und fertig ist. Jetzt kam auch die Frage auf, ja, wie trocknet das Ganze? Ja, hier unter durch. Und ich habe hier nach oben, natürlich oben auch noch eine Dachluke und so kann das Ganze abtrocknen. Ich finde ein tolles Konzept. Ihr wisst ja, ich bin Knaus-Fan, aber hier muss man wirklich sagen, innovativ, um eben auch für ein E-Fahrzeug, ja, um, wenn man ein E-Fahrzeug hat, auch einen Wohnwagen zu haben, mit der ich viel Nutzfläche habe, mit dem ein Familien, damit ich mit einem Familienwohnwagen in den Urlaub fahren kann. Was eine wichtige Info ist, wenn einer sagt, ey, das mit dem E, also hier mit dem ganzen Elektro möchte ich nicht, ich bin ein Gascamper, kein Problem, den gibt es optional als Gasversion natürlich auch. Was auch ganz neu ist, Knaus bietet jetzt auch Kleidung an, gerade hier so eine Platinumwehr. Finde ich, ja, richtig schick gelungen. Auch die Pullover hier mit Knaus-Emblem muss man natürlich mögen. Ich finde es cool. Da werde ich Steffi auf jeden Fall mal einen Pullover mitnehmen, weil ich komme ja aus meiner Uniform nicht raus. Das wisst ihr ja. Und wisst ihr, was ich mir aber gekauft habe? Das finde ich ziemlich geil. Und zwar Knaus-Socken. Die habe ich auf jeden Fall. Die ziehe ich morgen auch an. So, und jetzt sind wir auf dem Stand der Klimaanlagen von Dometic. Ihr seht es hier, die neuen Dachklimaanlagen, erstmal in Schwarz und Weiß erhältlich. Das finde ich ja schon mal ziemlich cool und mit LED-Beleuchtung. Ihr wisst, das ist ja wohl das, was mich wieder zu einer Klimaanlage bringen würde. Nein, ich bleibe erstmal bei Maxvan, keine Angst. Aber für all diejenigen, die sich eben für eine Klimaanlage entscheiden möchten, war es ja damals so, ich habe ja auch schon Videos über die 2200er gedreht. Das Problem bei der 2200er, die es vorher gab, ist ja, dass die Anlauf
Vibration, sobald die Klimaanlage startet. Es gibt die natürlich mit Softstart und so weiter, aber man hat immer wieder Anlaufgeräusche, Vibration. Die neuen hier sind vibrationsärmer, weil Inverter-Technologie bei dieser hier. Das ist jetzt die FJX7 und da hinten ist die 3000er, also 2200 Watt. 3000 Watt ist natürlich ein deutlich größerer Klopper. Also wir haben hier ungefähr 32 Kilo und hier hinten haben wir schon 43 Kilo, das muss man wissen. Viele sind umgeschalten auf die 3000er, weil sie eben Inverter-Technologie hat. Braucht man jetzt nicht mehr. Jetzt kann man die 2200er auch wählen mit deutlich weniger Gewicht und weniger Leistung, aber auch natürlich einen wesentlich günstigeren Preis. Jetzt möchte ich euch auch noch mal eine spannende Sache zeigen. Die hätte ich gebrauchen können, als ich in Kroatien das Campingplatz Umag-Video geschnitten habe. Das habe ich draußen unter der Markise gemacht. Ich meine, das Panorama war schon ziemlich geil, aber bei 38 Grad unter der Markise, ja, weiß ich auch nicht, ob das denn so spannend war. Die Sache ist ja die, wenn man einen Arbeitsplatz haben will und dabei noch campen will, das ist nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen für diejenigen, die vielleicht im Homeoffice sind. Wir wissen ja, seit Corona sind ja viele im Homeoffice. Das Problem ist ja manchmal Platz. Wir zu Hause auch. Wenn ich manchmal Videos schneide oder so, wir haben keinen Extraraum, wo ich das machen kann, kein Büro oder sowas. Genauso ist ja das Problem, wenn zwei im Homeoffice sind, auch ein Problem. Manche gehen dann ja in den Wohnwagen, aber da zu sitzen am Tisch und so weiter, ist ja manchmal nicht ganz so einfach. Und deswegen finde ich diese Studie hier ziemlich interessant und wir gucken uns die mal genauer an. Weil hier liegt schon ein Buch. Das ist eigentlich ein spannendes Thema dazu von Maren Hoffmann und Verena Töpper. Arbeite doch, wo du willst, ist eigentlich ein ziemlich cooles Motto. Und wenn ihr jetzt mal schaut, was ich hier jetzt draus machen kann, ist das schon ziemlich spannend. Das heißt, ich nehme jetzt einmal den Tisch hier runter. Jetzt nehmen wir den Tisch einmal runter. Den packe ich jetzt hier drunter. Jetzt nehme ich mir hier diesen ergonomischen Stuhl. Alleine das schon, hier drauf zu sitzen, das habe ich eben schon mal getestet. Der gleicht das quasi aus. Und wenn ich manchmal im Büro sitze, kennt ihr das ja. Also den Stuhl muss ich mir auf jeden Fall mal holen. Finde ich ziemlich cool. So, und jetzt baue ich mir hier meinen Schreibtisch. Nein, das ist keine Wickelkommode, wenn das so aussieht. Ich kann hier quasi einen Schreibtisch draus bauen. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Also, das ist natürlich speziell, das weiß ich selber. Aber wenn man sowas braucht, zum Beispiel auf dem Gogo for Camper-Treffen, habe ich jemanden kennengelernt. Der fährt durch Deutschland und ist im Homeoffice in seinem Wohnwagen. Was für eine geile Story. Stellt euch mal vor, auf dem Campingplatz, man arbeitet ja, oder in der Pause einmal zum See, am Meer, einmal baden oder sich was anschauen oder sofort auf dem Campingplatz zu sein. Für mich wäre das ein Traum. Ziemlich coole Nummer. Hier alles durchdacht, passt alles. Ne? Man hat hier, wie gesagt, alles zur Verfügung. Hier ist so ein Touchpanel, das kann man abmachen. Eins der kleinsten Displays, die es gibt. Also da hat man quasi einen Touch. Man kann hier auch eine Videokonferenz machen. Ihr seht es ja hier. Ne? So, also das ist schon ziemlich smart. Auch hier alles durchdacht. Ne? Sieht man ja hier alles passend. Fritz Cola, um mal ein bisschen mehr Dampf wieder zu kriegen. Wassersystem. Also es ist quasi ein Wohnwagen mit einem integrierten Büro. Ich nutze ja Starlink. Jetzt stellt euch vor, man ist unterwegs, hat noch Starlink eben draußen und dann habe ich hier richtig Dampf auch drin. Könnt ihr euch gerne das Video mal zu anschauen, falls ihr da noch Fragen habt. EcoFlow da an der Seite. Und hinten, wenn ihr euch mal umschaut, habe ich natürlich ein Bett, ganz normalen Wohnwagen. Mir fehlt es hier eigentlich an nichts. Ich habe das ist jetzt ja ein Fendt. Ich habe jetzt hier quasi hinten das Bad und so weiter. Ich kann ganz normal campen, aber auch arbeiten und trotzdem hinten noch sitzen. Also ich finde das schon eine ziemlich smarte Lösung. Jetzt hat Fendt noch einen auf die Spitze getrieben. Und zwar haben wir hier einen Tandem-Achser, 650. Aber was wir da gleich drin sehen, das ist schon Wahnsinn. Kommt mal mit rein. Bevor wir jetzt reingehen, noch eine Sache. Jetzt fragt man sich, was soll das? Wer braucht sowas? Das kann ich euch sagen, weil stellt euch mal vor, ich habe früher mal, nur mal so zur Geschichte, ich habe früher mal Kaffeemaschinen ne, verkauft. Ich war beim Nespresso und ich kenne noch diese Termine, man kommt dann mit der Kaffeemaschine zum Kunden und hat dann da ja so ein steriles Büro, alle sitzen da, das Flair kommt da nicht rüber. Alle Termine sind gleich. Jetzt stellt euch vor, ihr habt eine geile Firma, ihr seid innovativ und kommt mit so einem Wohnwagen zum Vorstand gefahren und sagt, nee, wir kommen nicht zu euch, sondern kommt doch mal runter. Alleine das Flair, in so einem Wohnwagen zu kommen. Und das ist ein mobiles Büro. Denkt auch mal an Einsatzkräfte, THW, egal was.
oder auch große Baustellenfirmen. Die sitzen ja in so einem komischen Container. Und so ein Container kostet auch viel Geld. Der muss immer hin und her mit dem Laster gefahren werden. Und hier, den zieht man einfach dahin, wo man dann arbeitet, total mobil. Und hat aber ein komplettes Konferenzzentrum drin, ein Riesenbüro und kann da sogar eben richtig tolle Termine machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, kommt mal mit rein. So, alleine das schon hier, ne? Wenn man hier draußen, man kann sogar noch Zuschauer draußen aufstellen und kann hier draußen durchgucken, hat man hier richtig eine Leinwand oder man spielt hier PlayStation, ne, mit mehreren, also einfach nur mega fett. Aber jetzt kommt mal bitte rein, dann zeige ich euch mal den Rest. Das erste, was ihr seht, wenn ihr reinkommt, normaler Wohnwagen, aber guckt mal da, das ist ein Display. Ich mache das mal an. Man könnte hier nach getaner Arbeit auch sitzen und sich einen Film angucken oder natürlich während der Arbeit eine Präsentation. Das ist ziemlich fett. Guckt euch das mal an. Das ist schon das Erste. Und wenn ihr auf die andere Seite mal schaut, haben wir hier natürlich auch eine Küche. Man kann hier was vorbereiten. Alleine das flairt. Man hat hier Manager drin und sagt, kommen Sie mal rein in die gute Stube. Und dann hier hinten quasi wie so ein kleines Konferenzzimmer. Und wenn ihr euch das mal anschaut, man kann hier sitzen, arbeiten. Das ist natürlich nicht für viele Leute. Dafür ist es gar nicht gedacht. Wie ich schon sagte, wenn man eben auf der Baustelle ist oder eben, was weiß ich, ein Vorstandsmeeting hat, wie auch immer, kann man das natürlich hier auch streamen. Ihr seht es hier an dem großen Bildschirm. Und wenn ihr euch einmal umdreht, zeige ich euch mal was. Man hat hier drüben eben auch noch einen Bildschirm. Und wenn ihr, ich hoffe, das kann man über die Kamera sehen. Ihr seht ja jetzt hier, dass ich quasi hier eine Webcam habe. Das heißt, ich kann hier Videokonferenz machen und habe hier drüben einen Touch und kann das Ganze denn hier, ich muss immer... So, jetzt könnte ich hier zum Beispiel sagen, wie hat er das gemacht? Unten einmal Homescreen, Whiteboard. Ich habe sogar hier ein Whiteboard und könnte hier quasi reingucken und sagen, so, schaut mal hier, wir spielen jetzt zusammen mal Tic-Tac-Toe, was weiß ich hier. Ne? Man kann hier so, zack, zack, weil ich bin ja der große Manager jetzt. Oh Mann, kann ich auch nicht. Moment, Moment, Moment. So, aber ich könnte hier reingucken und dann quasi hier mit euch zusammen spielen. Jetzt spiele ich gegen mich, aber egal. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Das ist natürlich eine tolle Lösung, sowas eben hier zu machen. Ne? Also komplett multifunktionell. Also die Studio finde ich schon ziemlich cool. Und ich glaube auch, dass die ein oder andere Firma besonders sein möchte und auf sowas eben aufsteigt. Mein persönliches und absolutes Highlight war mein Vortrag auf der Informationsbühne. Ich habe mich total gefreut, euch da zu treffen. Hier mal ein paar Auszüge. Die Frage ist aber, wer steckt eigentlich dahinter? Wer ist eigentlich, wer oder was ist Gogo, Frau Kemper, wer ist Dennis? Herzlich willkommen, Dennis Gogolinski. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen, liebe Campingfreunde, zum Caravansalon 2023. Karin hat es ja angesprochen, immer wieder, wenn ich hier durch die Gänge laufe, treffe ich ja Abonnenten, Zuschauer, und krieg echt nettes Feedback. Erstmal vielen Dank dafür. Der Punkt ist auch, dann wird gefragt, ja, seit wann campst du denn überhaupt? Und das ist eben ganz witzig. Ich habe mal ein paar Bilder rausgesucht aus unserem Bilderalbum. So haben wir mal angefangen. Das war ein Knaus Eurostar 99. Und wenn ihr euch das Zelt da oben anguckt, da haben wir heute vielleicht Fahrräder drin oder so. Ne? Aber das war unser Zelt. Wir hatten Gartenklappstühle, die man gar nicht richtig zusammenklappen kann. So haben wir mal angefangen und es ist irgendwie witzig, wie das Ganze denn so in den Jahren sich entwickelt. Weiter ging es dann mit dem 550 FSK mit Etagenbetten hinten. Den hatten wir dann, den hat ja mein Kumpel Nagorski nachher gekauft. Den kennt ihr ja sicherlich auch aus dem Video. Und der hat das eigentlich ziemlich dann auch nachher kaputt gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. So, aber witzigerweise haben wir hier in Spanien Urlaub gemacht. Hier unten, ich weiß gar nicht genau, das muss 5, 6 Jahre her sein. Und Gün, die winkt mal einmal. Das waren unsere Nachbarn, die habe ich heute hier wieder getroffen. Richtig cool. Und ja, so wächst das eben. Ne? Nur mal zur Geschichte, was haben wir denn so für Wohnwagen gehabt? Wie lange machen wir das schon? Seit 11 Jahren, wie gesagt. Und hier, den kennt ihr eigentlich alle aus den Videos. Meine Stimme ist so ein bisschen schon weg, ne? Also weil ich halt hier auch ein bisschen geredet habe. Und das ist der 580 QS, den kennt ihr aus den Videos. Und vor 3 Jahren ist ja irgendwie die Geschichte entstanden, Videos zu machen. Da kommt dann ja auch die Frage, wie kam das überhaupt? Ja, wir saßen auf der Couch und ich habe mich, ich habe versucht, glaube ich, damals eine Dual-Control nachzurüsten oder irgendwas wollte ich machen. Und habe mir ein Video angeguckt, von wem ist egal.
habe mir ein Video angeguckt und er hat das aber gar nicht so richtig gezeigt, wie ich das einbauen muss. Und ich habe da ein bisschen rumgemeckert und Steffi meinte dann, ja, dann laber doch nicht, dann mach doch mal selber Videos. So, und ja, so habe ich dann irgendwie angefangen. Was daraus geworden ist, da bin ich natürlich stolz drauf und hätte ich auch nie gedacht. Also vielen Dank nochmal an alle, die uns unterstützen. Applaus, danke. Ja, wir sind ja zu dritt. Luis ist 8 Jahre alt und wir haben die Familien, wie sagt man denn? Planung, danke. Familienplanung abgeschlossen, der reicht, könnt ihr mir glauben. So, und da haben wir dann gesagt, nein, da kommt kein Kind mehr dazu. Und ja, dann haben wir uns verkleinert sozusagen. Und ihr wisst es ja, wir haben uns ja den 45 UE dann gekauft. Und es ist so, dass wir absolut zufrieden sind. Die Frage kam auch immer auf, wie läuft das denn jetzt? Ihr seid zu dritt, habt ja keine Etagenbetten mehr. Nee, wir ziehen ja hinten aus, haben eine riesen Liegewiese, absolut top. Und meine Hoffnung ist denn, dass in 2 Jahren ich ein Luftzelt kaufe und da schlafe ich wahrscheinlich drin. Aber egal, so läuft das dann. Für mich ist Camping nicht nur zu reisen, irgendwo hinzufahren, sondern das Hobby Camping ist für mich persönlich und ich glaube, viele, nee, das will ich jetzt nicht auf den Mann oder Frau, viele von euch genau dasselbe, an dem Wohnwagen zu schrauben, den zu optimieren, rumzubasteln. Ich möchte euch helfen, so habe ich den Kanal aufgebaut, um euch zu helfen, eine Anleitung zu machen, dass ihr das genauso könnt. Ne? Dann kommt immer wieder die Frage, Go, warum hast du eigentlich kein Wohnmobil? Ja, warum habe ich kein Wohnmobil? Erstmal habe ich das Geld nicht für ein Wohnmobil, das ist schon mal das Erste. Wenn man so überlegt, was sowas, also in der Größe, was wir fahren als Wohnmobil, da muss man schon richtig was hinblättern. Ne? Du nickst schon, das kostet richtig Geld. Der Hauptgrund ist aber ein anderer, und zwar, ich will flexibel sein. Wenn man Kinder hat, aber da kann jeder eine andere Meinung haben, es ist, jeder macht auch anders Camping. Ich fahre Wohnwagen, weil ich auf dem Platz fahre, ich bin auch länger da, das ist ja so mein Ding. Seht ihr auch in den Campingplatzvorstellungen und ich muss los. Ich bin fast jeden Tag unterwegs. Ne? Klar fahre ich auch mal mit meinem E-Roller oder so. Fahrrad fahre ich jetzt nicht so viel. So. Aber es ist ja so, dass ich dann eben auch zum Aquapark fahre. Ich fahre einkaufen. Wir wollen uns Städte angucken und so weiter. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll mit dem Wohnmobil. Wir lieben einen Wohnwagen und ihr könnt mir glauben, ich werde ein Wohnwagenkanal bleiben. Viele wechseln ja zu Wohnmobile und so weiter. Der Markt ist einfach größer. Ich bleibe bei euch. Wir fahren Wohnwagen, 100%. Ihr könnt euch vorstellen, jedes Mal, wenn ich Abonnenten treffe oder Zuschauer, ist das genauso toll, als wenn ihr mich trefft. Hoffe ich doch. So, ne? Also für mich ist es so. Genau. Ihr wisst alle, wie ich die Videos beende, oder? Das machen wir jetzt bitte einmal alle zusammen. In diesem Sinne, wir sehen uns auf dem Campingplatz. Ja, das war noch nichts. Ihr müsst doch mitmachen. So, nochmal für alle. Ich sage jetzt in diesem Sinne und ihr ruft so laut ihr könnt. Die Halle ist ein bisschen größer. Die sollen uns alle hören hier. Wir sehen uns auf dem Campingplatz. Okay, machen wir das? Also, in diesem Sinne, wir sehen uns auf dem Campingplatz. Dankeschön.